Hi 83 MeToo, und zwar ich habe eine Frage an dich, und zwar zur Reinigung meines neuen Motorrads. Ich habe eine Kawasaki Z800 und ja, ich habe da ein, zwei Stellen, wo ich nicht so weiß, so richtig, wie ich das sauber bekommen soll. Und das schauen wir uns am besten mal an. Und zwar als allererstes unter der Sitzbank ist bei mir hier bei der Z800 so, das ist alles Plaste. Und da habe ich schon versucht, so zu reinigen. Und da wollte ich noch fragen, was empfiehlst du mir für die Reinigung dieses Plaster? Und was empfiehlst du mir für die Reinigung dieser rauen Sitzbank? Weil immer, wenn man da mit so einem Tuch drüber geht und das Tuch ist nicht hundertprozentig sauber, dann bleiben hier solche hässlichen Schlieren halt in den Poren des Sitzes drinnen. Hier oben sieht man es auch nochmal schön, das Plastik ist alles so verschliert, würde ich mal sagen. Dann komme ich auch zu meiner zweiten und meiner letzten Frage an dich. Und zwar geht es da um den Auspuff selber und um das Blendblech, sage ich mal. Das ist aus so schwarzem Metall. Das ist so, das ist nicht glatt, das ist so rau, so ähnlich wie hier. Und du siehst schon, ich habe schon versucht, mit allen möglichen das zu reinigen. Also richtig porentief kriege ich es nicht sauber. Und da hätte ich auch gern dein Rad, was ich da zum Saubermachen nehmen kann. Gut, ich bedanke mich und hoffe auf eine Antwort von dir. Ciao.